Konzept sehr schön. Ich fand das Idee von mit jüngeren Fahrerinnen fahren können und vielleicht ein bisschen Erfahrung weitergeben, das Idee finde ich schön. Learning at work machen kann. Also das ist eigentlich das Ganze vom Konzept. Das heißt, die Stars lernen den Kleinen, wie man Rennen gewinnt. Dankeschön, Emma Pulli. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Bieler einfach von alle meine Profidienste gesehen habe. Also, wie du erwähnt hast, haben wir in die USA geführt, Frankreich, Italien, Deutschland, also wirklich internationale Teams habe ich in meiner Sammlung. Aber Bieler war eigentlich immer mein Lieblingsteam. Ja, also ich habe für die Saison auf jeden Fall was Neues gesucht und hat mich der sportliche Leiter kontaktiert, Ernst Meyer. Und ich muss sagen, also das Konzept und auch allein, dass ich den jüngeren Fahrern was weitergeben kann. Dankeschön, Katharina Ranajova. Ja, was ist so? Sie haben da meinen Satz dazu sagen und ich beantworte nicht das Fragezeichen, wo ich merke schon, oh, scheiße, das ist nicht verstanden. Also probiere ich mir das besser anzupassen, so plus minus geht's schon. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass das alle verstanden haben, aber nicht da im Stil. Ich bin selber geschieden, stolz. Dann lernen wir sie doch mal wieder Top-Leistungen bringen. Dankeschön. Nicole Hanselmann. Larissa Brühwiller. Larissa, Sie haben für das Jahr 2013 einen sehr prominenten Trainer engagiert. Vielleicht können Sie uns hier verraten, wer das ist. Ja, also ich arbeite für die Saison 2013 mit dem Reto Hug zusammen. Er ist der Ehemann von der Triathlon-Olympiasiegerin in London, von Nicola Spierig. Desiree Erler. Vorhin habe ich gehört, dass Sie so ein bisschen Schlitzohr vom Team sind. Stimmt das auch? Zu während dem Rennen bin ich Schlitzohr, aber privat bin ich ganz bestimmt. Oh. Als erste Frage natürlich, wer ist jetzt Sandra und wer ist Martina? Ich bin Sandra, nicht Martina. Ja, ich finde, es fühlt sich sehr gut an und freue mich vor allem sehr aufs Trainingslager in Spanien, dort Emma Pulli besser und näher kennenzulernen. Ja, auch für mich fühlt sich das sehr gut an und ich denke, ich werde sicher von Ihrer Erfahrung profitieren. Verena, Sie sind eine junge Nachwuchsfahrerin aus Österreich. Wie kommt man dazu, im Schweizer Team zu unterzeichnen? Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Also, ich habe mich einfach beworben bei Bieler und sie haben mich dann genommen. Denn ich bin der Überzeugung, dass man ganz jungen Talenten langsam, behutsam die einbauen sollte in so ein Team. Und für mich ist es ganz klar, seitdem mir Fritz Bösch die Möglichkeit gegeben hat, ein Nachwuchsförderungsprojekt auf die Beine zu stellen, dass erstmal jetzt diese zwei und vielleicht noch später andere weitere Junge ins Team langsam aufgenommen werden. Mittlerweile seit 10 Jahren jetzt bei den Frauenrennsport dabei. Wieso eigentlich gerade Frauen? Ja gut, Frauen habe ich immer gerne gehabt. Nein, Spaß beiseite. Als ich Präsident geworden bin vom damaligen SRB und ich dann den Namen geändert habe in Swiss Cycling, habe ich natürlich festgestellt, dass es eigentlich recht viele Frauen gibt, die Velo fahren, auch gute. Aber die werden überhaupt nicht gefördert. Jetzt in Ihren Rennen ein bisschen präsent können sein, Präsenz zeigen, vielleicht das eine oder andere Rennen können zu gewinnen oder aufs Podium fahren mindestens. Aber so weit, dass wir mit den grossen Fahrerinnen, die wir im Team haben, die kleineren, die müssen noch viel lernen, können die Weltspitze führen. Das sind sicher grosse Ziele, die wir haben.